Weiter geht es mit Silent Hill 3 im Bürogebäude. Wir müssen jetzt hier weiter die Türen abklappern und es ist ganz schrecklich hier. Ich finde es überhaupt nicht schön hier, aber ich glaube, das soll es auch nicht sein. Muss mal auf die Karte gucken. Ja, hier hatten wir die ganzen Türen noch nicht. Oh, die ist offen. Oh, jetzt mache ich mir Sorgen. Nicht, dass wieder so ein Fetti kommt. Oh, da könnte sich auch immer überall was verstecken. Das ist voll gemein. Gesundheitsdrink. Nur geschäftsmäßig aussehende Papiere auf dem Schreibtisch, die brauche ich nicht mitzunehmen. Da liegen einige Papiere auf dem Regal, nur umsonst nichts und so weiter. Nutzlos. Oh, ich mag hier immer nicht mal stehen bleiben. Ich wusste es. Was ist das? Ein Wagenheber? Öl und Folie und so ein Zeug kann ich alles nicht gebrauchen. Wieso das Öl? Kannst du doch für die Schublade nehmen? Hä? Plakat ist uninteressant. Ist hier nichts mehr? Es ist irritierend, dass hier eigentlich nichts mehr ist. Aber was mache ich denn jetzt mit dem Wagenheber? Es ist voll unheimlich hier, ey. So leerstehende Bürogebäude. Also, dass die Settings hier in diesem Spiel sind echt derbe krass. Finde ich schon sehr gruselig. Sind einfach so Sachen, wo wahrscheinlich jeder so Schiss hat irgendwie. Ja, jetzt habe ich einen Wagenheber. Super. Kannst du den vielleicht. Ach, den kann ich kombinieren. Vielleicht kann ich damit ja. Ach so, vielleicht brauche ich ja nicht Öl für die Schublade, sondern kann das mit einem Wagenheber machen. Kann man ein Auto anheben, Reifen oder so. Was weiß ich. Ja, klar, aber weiß ich nicht, was sie damit vorhat. Vielleicht auch was ganz anderes. Offen? Wie kann die denn jetzt offen sein? Aha, da komme ich jetzt also durch. Ach so ist das. Na gut. Ich muss aber immer noch die Tür ausprobieren. Kaputt. Kaputt. Und dann kann ich jetzt da durchgehen, ja? Und hier habe ich alles. Nee, da ist immer noch. Da hinten ist eine Tür, die ich noch nicht hatte. Das ist ja blöd. Irgendwo hier, da und dann links um die Ecke und dann die eine da. Die da. Aber die war auch kaputt. Okay. So, bin ich hier wieder. Hier habe ich ja eh auch noch nicht alles angeguckt. Dann können wir mal direkt die gegenübernehmen. Oh, die ist auch noch offen. Was ist das für ein Raum? Der Titel lautet Unterdrücker der Erinnerung. Was zum Teufel ist das denn für ein Titel? Das Bild sagt mir nichts. Okay, was ist hier? Sieht aus, als hätte hier mein Bild gehangen. Jetzt ist nur noch das Titelschild da. Flammen reinigt alle. Flamme, hä? Na, ich weiß nicht, was hier für ein Bild hing. Aber Feuer liegt mir nicht so. Es macht mir irgendwie Angst. Wir sind jetzt hier aber nicht in diesem Raum mit den Bildern, so dieser Museumskram wie in Silent Hill in Teil 2, oder? Da, wo die Bilder hängen, in diesem Museum mit James. Na, da ist doch ein ruhiges, entspanntes Bild. Berg, schön einfach. Ja, hier steht ein Preis. Mal sehen. 5.000? Mann, unglaublich. Ich jetzt irgendwie woanders? Jetzt bin ich hier. Irgendwas liegt hier. Ein Schraubenzieher. Okay. Der Karton ist voller nutzlosem Ramsch. Brauche ich alles nicht. Kaputt. Dann gehst du jetzt nochmal um die Ecke. Und gehst in die Tür rein. Geht aber nicht. Aha. Ein Plakat für eine bevorstehende Ausstellung. Nichts besonders Interessantes, wenn du mich fragst. Da waren wir noch nicht, ne? Gut, dann gehen wir da mal hin. Ach so, da ist auch noch eine Tür. Ach, die ist offen. Ein Katana. Wir haben ein Katana. Es ist ein Katana, aber ich brauche nicht noch eins. Ich finde, eines ist genug. Zu viel Zeug behindert mich nur. Ja, wie geil, wir haben Katana.
Brauch ein Brecheisen, um diese Kiste zu öffnen. Das vergesse ich einfach. Okay. Paar Gemälde. Ich weiß nicht viel über Kunst, aber die werden mir wohl nichts nützen. Okay. Wir haben ein Katana. Dann werden wir unser Katana auch mal ausrüsten. Was stand da noch? Das ist ein kurzes Katana, zwar 60 cm lang, ziemlich kraftvoll und leicht zu benutzen. Voll gut. Brauchen wir. Und dann gehen wir da nochmal rein. Kaputt. Oh, das war toll, dass wir das jetzt bekommen haben. Wahrscheinlich kriegen wir auch gleich unsere erste Kostprobe, wenn wir das hier ausprobieren dürfen. Dann gehen wir mal wieder gerade raus und raus. Geradeaus und raus. So. Die Tür hatten wir auch noch nicht. Kaputt. Ach so, ja. Wo muss ich jetzt hin? Moment. Auf den Tisch will ich auch gleich nochmal gucken, aber ich kann hier eigentlich auch nur da vorne wieder raus. Kannst du dir das hier angucken? Steht da was? An der Rezeption liegt ein Besucherbuch. Das kann ich wohl ignorieren. Und hier ist nichts mehr. Na gut. Bemalter Teller. Nichts Besonderes. Und was ist mit hier? Der Vase und so. Interessiert dich alles nicht? Keramiktopf, nicht so mein Stil. Zu groß für eine Vase. Ja gut, dann gehen wir wieder raus. So. Direkt links rum in diese Tür. Kaputt. Oder war das die? KMN Autoersatzteile. War ich hier schon? Ja, anscheinend schon. Ach so, hier komme ich her. Oh Gott, deswegen sind da auch schon die Leichen. Moment, kann man hier speichern an dem roten Ding? Oder was? Galerie der schönen Künste. Okay. Schade, dass man hier nicht speichern kann. So, ich komme hier ganz durcheinander geradeaus und dann, ja, schauen wir mal. Kaputt. Kaputt. Ja. Da links kann ich dann wieder raus. Was mache ich jetzt hier? Jetzt kann ich eigentlich nur noch wieder runtergehen, ne? Also ganz raus. Und dann Schraubenzieher und so einen Kram wahrscheinlich benutzen für die unteren Stockwerke oder so. War das hier, dass ich hier rauskomme? Jetzt bin ich wieder in diesem Flur. Wollte ich gar nicht hin. Nee, will ich gar nicht hin. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Welcher Weg ist das? Was ist denn die Flurtür? Also da in diesem anderen Flur, wo ich gerade war, nicht. Ist es das direkt über mir, links hoch? Hier, die Tür? Ich glaube ja. Das Exit und so. Ein Staubsauger. Hatte ich hier alles angeguckt. Putzmittel. Kann ich nicht viel mit anfangen. Hier ist jetzt nichts mehr, ne? Dann gehen wir mal. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Und guck mal, ob ich irgendwie mit diesen Werkzeugen schon mal wieder die Schublade irgendwie aufkriege oder so. Ich muss nur gucken, wohin. Das ist Elevator und da muss ich hin, okay. Sie ist aber auch lahm. Die Tür. Die Tür. Und dann die direkt rechts. Geradeaus, genau, so war das auch. Hier konnte man ja auch speichern. Und dann war das hier die. Denn genau. Ja, mal gucken, ob mir das irgendwie helfen kann. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal den Wagenheber. Das auf jeden Fall nicht. Den Schraubenzieher aber. Also dann schraubst du mal das Ding ab. Wozu auch ein Wagenheber? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber dann ist er noch für irgendwas anderes gut. Okay.
Was haben wir bekommen? Ein Seil. Aha. Jetzt ist die Schublade leer. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall wieder speichern. Natürlich mache ich das. Ich habe ja das ganze Stockwerk oben jetzt geschafft. Und das finde ich gut. Dann ist das jetzt auch schon wieder mal gesichert. Es ist halt die Frage, wo wir stattdessen hin können. Ach, warte mal. Moment mal, lass mich mal überlegen. Mit dem Wagenheber könnten wir den Fahrstuhl aufkriegen. Da ist nämlich dieser Spalt. Der Spalt, der Spalt. Wo ist. Genau, da wo nämlich. Ja. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, nämlich damit hin. Da ist er nämlich. Das wäre doch auch nochmal die Idee. Und ich glaube, das ging so. Jawohl. Selbst ist die Frau. Okay. Und jetzt kann ich da durch, ja? Schön, dass ich vorgespeichert habe. Boah, gruselig. Die Tür unten scheint auch offen zu sein. So komme ich auf keinen Fall hinunter. Nee, aber du hast ein Seil jetzt. Das kannst du benutzen. Und dann kommen wir dadurch nämlich in den anderen Flur. Voll unheimlich. Ich habe das Seil verwendet. Boah, gruselig. Ja, wir wollen da runterklettern. Oh Mann, ey. Aber ich weiß nicht, ob ich mich das alles trauen würde. Ich würde da gar nicht erst reingehen in das Bürogebäude. Das wäre für mich halt auch nicht der Weg raus. Hier kann man wieder speichern. Das werde ich tun, weil wenn man es hier soll, das altbekannte Symbol ist auf einem Stück Papier, das am Verkaufsautomaten klebt. Wer hat's da hingehängt, verdammt? Ist ja wohl nicht die letzte Modemasche, oder? Ja, sie macht sich voll die Gedanken. Natürlich habe ich gerade eben gespeichert, aber ich mache es, weil ich nicht weiß, was jetzt kommt. Und von daher passt es eigentlich. So. Neuer Stock, neuer Speicherpunkt. Kaputt. Kannst du denn den Fahrstuhl jetzt aktivieren? Nö. Da könntest du wieder raus. Gehen wir mal hier rein. Kaputt. 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 Offen. Ist das die Rezeption? Überall liegen Kataloge verstreut. Irgendwas ist hier noch. Da ist ein Sofa. Es sieht durchgesessen aus. Ja, aber irgendwas interessiert sie. Anderes interessiert sie ja hier. Ah. Getrocknetes Rindfleisch. Ein Sofa. Ein Bett. Niemand versteckt sich unter den Decken. Kaputt. Irgendwie unheimlich hier. Lampenschirme und Blumenvasen brauche ich beide nicht. Was für ein unheimliches Setting, ey. Auf einmal hier so ein Badezimmer und als wäre sie hier in so einer ganz normalen Wohnung oder so. Display von Türgriffen, nichts Besonderes, Interessantes. Ich weiß, ich lese es immer nicht genau wortwörtlich vor. Eine Badewanne, ein Badewannendisplay. Auf dem Boden ist ein dunkelroter Fleck. Aber es ist nur ein Display, man kann sie nicht benutzen. Was? Warum ist es denn alles so blutig hier? Und was für ein Display? Verstehe ich gerade gar nicht, was damit gemeint ist. Hä? Hä? Wo guckst du hin zur Tür? Warte mal, ich komme doch aus der Seite, ne? Wo soll ich denn hin? Dann war ich da ja noch nicht, oder? Na, da komme ich aber wieder zurück in den Flur. Dann will ich mal lieber erstmal die linke Tür hier ausprobieren. Die ist nämlich auch offen. Juhu. Oh, noch eine Badewanne. Was?
Warum macht sie das überhaupt? I knew it. Wolltest du hier ein Bad nehmen? It's being invaded by the other world, by a world of someone's nightmarish delusions come to life. Oh no, not again. She do this too? Nein, 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 wir sind in der Alternativen. Ich drehe dran, aber es passiert nichts. Nein, alles ist jetzt dunkel und blutig und rostig. Nein, ich will das nicht. Es war auch schon vorher schlimm. Ich will es wieder wie vorher haben. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh nein. Was ist das? Ihi, alles ist eklig geworden. Nein, ich will nicht. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Kacke. Oh, oh Gott. Scheiße, dreh sie auf, steh auf! Nein, lass los! Oh Manno, er wirft sie immer um! Ey, ich nehme jetzt die Pistole. Steh auf, ich kann nichts machen. Ey, wie nervig! Und wie eklig. Kacke. Widerliche Kackwelt. Wo bin ich und wo muss ich hin? Mann, das ist jetzt alles anders hier. Ich hasse die Alternative. Ja, was ist denn da? Oh, da ist was. Was denn? Find the Holy One. Finde die Heilige. Töte sie? Oh oh. Das bin ich. Wer hat dieses Foto gemacht? Das ist ja echt unheimlich. Das ist echt unheimlich. Oh, ein Speicherpunkt. Oh, ein Speicherpunkt. Ich speichere mal. Und dann, ja. Gehe ich nie wieder weg hier. Ich setze mich auf den Boden, wippe mit meinem Oberkörper nach vorne und nach hinten und... Irgendwas ist mit Heather passiert, sodass die alternative Welt auf einmal losging. Warum sieht sie da auch auf einmal Blut und was weiß ich nicht was? Heather, that's what you're called now, isn't it? And who are you? The name's Vincent. Don't forget it, okay? I'm on your side. So you say. But how do I know you're not with her? Her? You mean Claudia? Please don't lump me together with her! She was brainwashed by that crazy old hag. Well,
I guess crazy old hag is a bit harsh. She was your mother, after all. My mother? What do you mean? You don't remember. So Harry didn't tell you anything. I guess he hid the truth to keep you on his side. That figures. He is a pretty sneaky guy. Don't talk about my dad like that! Sorry. I apologize. Please, calm down. How do you know my father anyway? I know everything. I know about your past, too. Then tell me what's going on! You don't even know that? That's why I'm asking. If you know everything, then tell me how I can put an end to this. Not yet. Why not enjoy yourself a bit longer? Enjoy? I feel like I'm going crazy. Doesn't this place get to you at all? Oh, it gets to me all right. I find it most fascinating. Wait! I'm not finished talking. I knew you were on her side. How do you figure? There's something wrong with you, too. Okay, das war also Vincent. Aber anscheinend möchte Heather nicht groß mit ihm. Oh, irgend so ein Oxid eingesammelt. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Und bin fertig mit den Regalen. Das war aber auch eine Menge. Was hast du hier noch gefunden? Da ist nämlich noch was. Hier liegt ein Chemielehrbuch. Gießt man verdünntes Wasserstoff-Superoxid auf Mangandioxid, entsteht Sauerstoff. Obgleich Sauerstoff an sich nicht brennbar ist, ist er doch zur Verbrennung anderer Stoffe erforderlich. Aha. Der Fernseher sieht kaputt aus. Der Schalter hat keine Wirkung. Das war also Vincent, der hier irgendwie das total faszinierend findet. Und anscheinend weiß er auch mehr über Heather, als Heather über sich selber weiß. Ich weiß nicht, was es mit diesem Oxid auf sich hat, aber dann werden wir auch nochmal irgendwas kombinieren dürfen, nehme ich mal an. Wo komme ich denn jetzt her, damit ich wieder speichern kann? Wenn ich jetzt wieder hier zurückgehe zu ihm? In den Raum gehe ich lieber nicht. Dieser irre Typ ist da drinne. Aha. Und jetzt ist sie offen. Dann gehe ich mal raus. Und nu? Bin ich jetzt? Ach, dann bin ich wieder hier. Geht sie da wieder rein? Nö, da will sie nicht hin. Gut, dann speichere ich mal. Ja, ich finde trotzdem, oder trotz dessen, dass Vincent total irre wirkt, finde ich den trotzdem interessant und freue mich immer über die Zwischensequenzen. Ich hoffe ja auch. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Bis dann!